Mit wem hast du dich dort gut verstanden? Ich habe mich eigentlich mit keinem nicht verstanden, also mit dem, zumindest mit dem ich Kontakt hatte. Ich dachte, du sagst jetzt, Ich ich habe habe mich mich mit mit keinem keinem. Ich habe mich mit keinem verstanden. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist die liebe Lucy und die liebe Selina bei mir. Und wir werden euch heute eure Fragen, die ihr uns auf Instagram bezüglich Germany's Next Topmodel gestellt habt, beantworten. Das wird auch unser letztes Video sein, was wir, oder beziehungsweise was ich, zu Germany's Next Topmodel drehen werde. Deswegen, ja, es reinschalten lohnt sich, ne Selina? Okay, dann fangen wir gleich an. So, die erste Frage. Bekommt ihr Text, den ihr sagen müsst? Und falls ja, bekommt die, die alle hassen sollen, Geld? Nein, also bei GNTM bekommt generell keiner Geld. Und es bekommt auch, also so haben wir das zumindest erlebt, es bekommt auch keiner irgendwie einen Text vorgesagt. Mhm. Klar, man wird gewisse Sachen genau gefragt. Und man kann auf diese Frage ja eigentlich nur mit einer, also mit genau dieser Sache antworten, aber man bekommt keinen Text, den man ja vorgesagt bekommt. Also ich kann euch ein cooles Beispiel nennen, und zwar war es bei mir und bei Julian so, haben die immer gefragt, ja, wie viele Follower habt ihr auf Instagram? Und die haben nur den ganzen Tag mich über Instagram gefragt und ja, nichts anderes. Mit Sport die ganze Zeit, die ganzen Interviews gingen nur bei uns über Sport, so macht doch die Übung mal vor, das wurde alles gar nicht reingeschnitten. Ja, das wurde nicht reingeschnitten, aber die wollten uns schon in so eine gewisse Richtung lenken, in, also in so eine Nische, in so eine Schublade stecken. Das war schon geplant. Mich haben sie nur Sachen über Australien gefragt. Ach, du warst in Australien? Ja. Echt? Ja, wir waren auch in Australien, aber irgendwie haben die uns die ganze nicht Zeit gefragt. Alles Mögliche. Echt? Ja. Okay, dann machen wir weiter. Frage Nummer 2. Warum konnte man vor der Staffel nicht für dich voten? Also das Ding ist ja, ihr habt ja, Lucy und Selina habt ihr ja gesehen auf der offiziellen Germany's Next Topmodel Seite, aber ich war da nicht. Ich wurde zwar zu diesem Shooting eingeladen, ich wurde da eingeladen, nachdem ich rausgeflogen bin bei Germany's Next Topmodel, aber ich war ein bisschen sauer, ehrlich gesagt, auf Germany's Next Topmodel, weil die mich ja, ihr wisst ja die Geschichte, warum ich rausgeflogen bin, und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr mit GNTM noch irgendwas zu machen, und mir war das auch gar nicht bewusst, dass es jetzt das Shooting ist für die Homepage, sonst hätte ich natürlich ja gesagt. Ich dachte, das ist irgend so ein komisches Shooting, wo alle teilnehmen müssen. Dann habe ich halt einfach abgesagt, und ja, im Endeffekt ärgere ich mich ziemlich, weil es wäre schon cool gewesen, auf der Homepage gewesen zu sein. Deswegen konntet ihr auch leider nicht für mich voten. Seid ihr traurig, dass ihr raus seid? Ja, schon. Also ja. Klar, also im ersten Moment denkt man sich halt, ist man schon enttäuscht, aber man hätte halt schon gern irgendwie die Reise mit den anderen Mädels weitergemacht und so, aber weil man denkt sich halt immer so, wenn man so die Shootings sieht und so die Aufgaben, so die Challenges und so, denkt man sich so, ach Mann, ich könnte das auch so gut. Ja. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist es auch gar nicht so, dass man das so gut machen würde, aber man denkt sich immer so, Mann, das könnte ich jetzt auch machen und ich weiß genau, was ich da jetzt machen würde. Also da ist schon dann die Trauer aber da. Aber ein Vorteil hat es auch, man kann sich schneller wieder ins Modelleben eingewöhnen und kann halt andere Agenturen finden und ja, klar, man Jobs hat wieder mehr Zeit annehmen, weil man ja nicht unterwegs ist. Mhm. Also das hat den schon einen Vorteil, aber ich bin trotzdem auch traurig, so wie Lucy gesagt hat. Ja, schon. Dürft ihr beim Laufsteg essen oder gar nicht? Also das war jetzt wahrscheinlich auf das bezogen, wo wir da den Langtisch aufgebaut haben. Man durfte da essen, das war schon so. Also am Anfang, klar, da kam Heidi noch nicht, da war es immer so, okay, dürfen wir jetzt essen? Weil keiner hat uns gesagt, irgendwie, ja, ihr dürft essen oder nein, ihr dürft es nicht anfassen. Wir saßen da eine Stunde an dem Tisch und dann irgendwann kam Heidi und keiner hat sich getraut, bis sie da war, was zu essen. Klar, weil du willst halt auch nichts anfassen. Joy. Oder Joy, aber man will halt auch nicht einfach was essen und dann kommt jemand, nein, du darfst das nicht essen, deswegen hat sich halt keiner getraut. Ja, ja. Das ist, aber wie du gesagt hast, das mit der Challenge, jeder, der was anrührt, fliegt raus. Das dachten wir nämlich zuerst. Aber oh Mann, das ist echt, solche Verschwörungstheorien darüber. Ja, voll. Aber ja, man durfte schon was essen, weil jede Sequenz, die man von mir da gesehen hat, war beim Stimmt, Essen. Stimmt, immer so voll happy. Ich habe immer nur gegessen. Ich habe an dem ganzen Drehtag, glaube ich, 4 Burger, 2 Donuts, 4 Cupcakes. Hat Cupcakes sich wenigstens gelohnt, oder? Ich kam einfach so free zum Laufsteg. Kein Wunder, dass ich aussah wie ein Kasten. Nein, das nicht. Wie und wo muss man sich bei Germany's Next Topmodel bewerben? Also es läuft so ab, also ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber ich habe mich im August schon beworben auf der Homepage. Da muss man so ein paar Formulare ausfüllen, dann so ein Bewerbungsvideo hinschicken und dann bekommt man halt die Einladung zum Casting. Ich bin dann zum Casting nach München gegangen, das war glaube ich im Oktober oder Ende September.
Ja, Ende September. Ja, Ende September. Genau, das war am ersten Wiesentag. Und ja, ich weiß noch, das war vor meinem Geburtstag nämlich noch alles da. Ja, da waren wir dann beim Casting in München. Und ja, wenn man da beim Casting ist, dann sind halt da ein paar hundert Mädels. Aber wenn ihr da weiter seid, dann heißt es noch nicht, dass ihr in den Top 50 seid. Dann seid ihr erstmal in den, ich weiß nicht, Top 500, Top 200, das wissen wir nicht. Aber ihr seid auf jeden Fall noch nicht in den Top 50. Das entscheidet sich dann erst ein paar Wochen später. Bekommt man einen Anruf, ob man jetzt das weitergeschafft hat in die Top 50 oder nicht. Weil es kommen, glaube ich, deutschlandweit halt mehrere hundert Mädels von den ganzen Castings weiter und nicht nur die Top 50. Ja. Bei mir lief am Anfang das Casting ein bisschen anders ab. Also bei mir war das relativ spontan, weil ich wollte auf die Wiesn gehen. Und dann hat meine beste Freundin gesagt, wir gehen jetzt zum Casting, dass ich da eben hingehe. Da musste ich mich wieder umziehen. Genau, ja. Und dann... Aber warst du am ersten Tag oder am zweiten Tag vom Casting? Am zweiten. Ah, okay. Wir waren am ersten. Wir haben uns nämlich zufällig, weil wir haben uns schon so erzählt, ja, wir gehen zum Casting, aber ich habe das dann irgendwie komplett ausgeblendet. Ja. Und ich fahre gerade mit meinem Freund so mit dem Auto da und dann sehe ich so Sophia und Julia so draußen laufen. Ja. Und so, warte mal, das sind die doch. Und dann, das war so krass, das war so ein krasser Zufall. Und ich hatte kein Bewerbungsvideo, das musste ich gar nicht hinschicken, weil ich, das war ja spontan. Du hast es nicht gemacht, aber es ist eigentlich voll gut, dass du dann trotzdem weitergekommen bist. Ja, also ich bin da echt spontan hin und habe da halt eben dann noch so ein Online-Formular ausgefüllt. Mhm. Und dann, ja, bin ich halt auch schon vorgelaufen. Ich hab auch nichts hingeschickt. Echt, hast du dich gar nicht beworben online? Nee. Oha, dann bin ich die Einzige, die sich online beworben hat. Ich habe mich so im August schon beworben. Glaubst du, Germany's Next Topmodel würde dir beim Modeln weiterhelfen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall im gewissen Punkt ja, weil du einfach dadurch auch Kontakte knüpfen kannst. Zum Beispiel wurde ich dann auch von anderen Agenturen angeschrieben, ob ich mich bei denen vorstellen möchte. Aber jetzt so richtig mit Jobs, da kann dir jetzt, glaube ich, oder vielleicht auch nur bei mir, weil ich weiß nicht, wir sind auch nur unter die Top 40 gekommen. Da bin ich mir nicht sicher, ob mir da jetzt jemand in dieser Weise mit Jobs jetzt weiterhelfen kann. Mhm. Weil ja, ich glaube halt bei Germany's Next Topmodel kann halt auch für viele Models teilweise auch ein Stempel sein, dass sich manche Firmen nicht mehr buchen wollen, weil du zu krass diesen quasi TV-Sternchen-Klatsch, Promi-Klatsch-Stempel drauf hast und dann kannst du halt ins Dschungelcamp oder so. Aber halt auf der Pariser Fashion Week wird dich dann keiner mehr buchen, wenn du halt diesen Stempel hast. Es kommt halt drauf an. Also ich glaube, Gina Lisa würde nicht in Paris für Chanel laufen können. Aber ich würde sagen, also am Anfang, dass es dich halt ein bisschen bekannter macht, so für Modelagenturen, das bringt es schon. Ja, mich haben auch Agenturen angeschrieben, also hat auf jeden Fall. Für Jobs ist halt auch immer so eine Sache, weil meistens werden halt Jobs über Modelagenturen gebucht und keine Modelagentur kann dir auch garantieren, dass du Jobs bekommst. Ja klar, das entscheidet immer noch der Kunde, ne? Genau, deswegen. Ja. Mit wem hast du dich dort gut verstanden? Also ich habe eigentlich mit jedem, mit dem ich Kontakt hatte, mich gut verstanden. Also klar, Sophia und Selina habe ich mich super verstanden, dann mit der anderen Selina, es gab noch eine zweite Selina, mit der Kim haben wir uns sehr gut verstanden, dann mit der Melina und der Celine hatte ich mich auch, habe ich mich auch sehr gut verstanden, besonders nachdem ich rausgeflogen bin, da hatten wir dann noch viel Kontakt, mit der Paulina auch, mit der verstanden. Ja, oh ja, die mag ich auch voll gerne. Mega lieb. Stimmt. Gott, wen gibt's noch? Maria, Maria ist auch nett. Echt nett, ja. Der Seite. Oh Gott, habe ich gar nicht gesehen. Nee, aber Theresia und Tatjana sind echt nett. Wer auch noch echt nett ist, ist die Marlene. Ja, stimmt, die Marlene ist auch nett. Super lieb. Die war mit uns in einer Gruppe. Das haben wir gleich alle aufgezählt. Alle sind super nett. Nicht alle, aber viele. Hat man mit 1,74 Meter eine Chance? Und wie groß bist du? Also ich bin 1,75 ungefähr. Bei mir haben sie allerdings 1,74 gemessen. Bei den meisten Mädels haben sie, glaube ich, ein bisschen kleiner gemessen. Normalerweise kommt man erst weiter, wenn man 1,76 ist, aber das ist totaler Bullshit. Stimmt. Weil im Endeffekt kommt es halt auch auf den Charakter drauf an. Ich muss euch sagen, beim Casting in München, da waren so krasse Modelschönheiten, die waren alle 1,80, perfekte Maße, 90, voll. 60, 90, die sind nicht weitergekommen. Ja. Weil es halt sehr viel auf Charakter auch drauf ankommt und auf eine Story und auf so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, dass man überhaupt in die Top 50 kommt und dann entscheidet sich halt dann, wer noch am interessantesten ist. Die Maße sind halt auch eher wichtig so für Laufsteg, aber es gibt ja auch Fotomodels. Genau. Und die müssen ja nicht unbedingt groß sein. Also es waren auch kleinere Mädels. Ich glaube, die Tatjana ist zum Beispiel relativ Die Tatjana war schon kleiner als ich. Also die war bestimmt 1,72. Also ich weiß nicht, ob ihr mit 1,70 Chancen habt, aber ich würde es trotzdem probieren, weil immer kleinere Mädels weiterkommen. Ja, und Maße, ich wurde auch gefragt, ob es 90, 60, 90 Maße sind, überhaupt nicht. Nein, das habe ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch kein 90, 60, 90.
habt ihr an euch irgendwas machen lassen? Ich glaube, das ist so auf die Schönheitsoperationen bezogen. Also ich selbst habe an mir jetzt gar nichts machen lassen. Ich weder die Lippen noch irgendwas anderes, noch meine Brüste, noch... Also ja. Gar nichts. Also ich habe meine Lippen mit Hyaluronsäure aufspritzen lassen, schon öfters, seit ich 18 bin eigentlich. Aber ich war jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr, habe in einem Monat einen Termin und dann mal gucken, ob es mir noch gefällt. Weil mittlerweile finde ich schmalere Lippen eigentlich auch ganz schön. Und ja, ich probiere das jetzt nochmal aus in einem Monat und dann gucken wir mal, ob ich es dann weitermache. Also nur Hyaluronsäure an den Lippen, sonst nichts. Wie findet ihr, dass es diesmal immer einen Gastjuror gibt? Ich find's eigentlich gar nicht so schlecht. Also klar, ich fand Thomas immer voll cool und auch irgendwie so Michael oder den Job. Ich fand die immer voll cool so. Ja. Und ich meine, die sind auch privat. Ich habe auch schon Thomas öfters getroffen. Die sind mega nett. Und ich find's auch immer, ich fand's auch immer cool, dass es so ein, quasi nicht nur die Model-Mama, sondern auch ein Model-Papa so gab. Aber ich find's auch cool, dass es eine Abwechslung gibt. Aber es halt, die können halt einen nicht einschätzen. Die sehen halt nur das, wie es in der Woche war und nichts davor. Die sehen deinen Fortschritt nicht und deine Entwicklung. Aber dafür kann man halt verschiedenen Personen immer wieder was Neues fragen oder auch das Gleiche und sieht halt verschiedene Antworten. Und die haben auch nicht vielleicht so ein Vorurteil, wenn die Person, wenn ich kam jetzt vielleicht Thomas oder so, dann denkt, nee, die mag ich eigentlich nicht, ist es halt diesmal nicht so, sondern es gibt ja wirklich immer eine andere Auffassung so. Das stimmt. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Es hat Vor- und Nachteile. Voll, ja. Man hat halt auf der anderen Seite keine Bezugsperson, so, bei dem man sich ausweinen kann oder zu der man hingehen kann. Und ja, einfach jemanden, der dir quasi nahe oder näher steht, weil man hat halt immer nur so Menschen, die man einmal sieht und dann wieder, dann schauen, kann halt keine Verbindung so wirklich aufbauen. Damit Heidi hatten wir jetzt nicht so viel Kontakt. Weil, keine Ahnung, wäre interessant zu wissen, wie es gewesen wäre, hätten wir da so feste Juroren gehabt. Ja. Okay, der Job war immer so süß, gell? Ja, der war nicht so toll. Damals. Wenn wir eine Runde weitergekommen hätten, wir den gesehen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mann! Ich so, oh nein! Jo, falls du das hier siehst, schreib uns das Video drunter. Bitte nicht. Schreib uns das Video drunter, schreib uns deine Nummer drunter. Und dann schreibt er so, crazy Job 87. Hat man sich denn bei dir mal entschuldigt für die doch beleidigenden Worte am Ende? Also ich muss sagen, ich habe von Germany's Next Topmodel nichts mehr gehört. Keine quasi Entschuldigung oder kein Feedback, kein Statement, gar nichts mehr. Eigentlich auch ab dem Zeitpunkt, wo du rausfliegst, hörst du da nicht mehr so viel von den Leuten. Musstet ihr selber kochen oder gab es so wie eine Kantine? Also wir haben Pizza bekommen am Abend. Die richtig eklig war, die war so richtig billig aus so Blätterteig. Da ist irgendwie der Teig abgefallen. Ja, ich hatte dann noch den Käse in der Hand. Oh, das ist so eklig. Wir waren jetzt zu zweit auf dem Zimmer. Wir haben dann diese Pizzaschachtel mit aufs Zimmer genommen und dann die Pizza gegessen. Und ich habe, glaube ich, nur ein oder zwei Stück runtergekommen. Wir haben es auch nicht aufgegessen. Nee. Aber in der Früh hatten wir im Hotel schon Frühstück, muss man sagen. Ganz normales Frühstück im Hotel halt. Und am nächsten Tag war es auch wieder so, da sind manche schon essen gegangen und wir, also ich musste noch zur Anprobe oder noch mehr beim Fitting halt anprobieren, weil ein paar Teile nicht so gut gepasst haben. Ja, es gab halt so Catering quasi am Set. Wie weit wärt ihr beim Umstyling gegangen? Das wurde ich auch schon oft gefragt, weil man sieht, ich habe sehr, 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 sehr lange Haare. Und also ich lasse sie jetzt auch schon sehr lang wachsen und ich pflege die auch sehr gut. Also klar, ich hätte sie mir schon ein Stück abschneiden lassen, aber kürzer als so wäre ich wahrscheinlich. Aber ich glaube, so ein Lockbock würde ihr aber auch stehen. Aber das weißt du doch gar nicht, was sie abschneiden. Du siehst es ja nicht. Eben, das ist halt das Problem. So. Also, also färben wäre ich auch dabei gewesen, solange es nicht irgendwie grün, blau oder so knalles rot wird. Also rot-blau. Kann ich auch nicht verstehen. Nee, aber ich glaube, so ein Longbob würde dir echt stehen. Ich glaube, das würde echt ganz cool ausschauen. Ich glaube, du würdest also so älter wirken. Ja, das will ich nicht. Doch, ich glaub, du willst nicht älter wirken, ne? Doch, das sieht viel modelmäßiger aus. Das sieht richtig krass aus. Das sieht viel besser aus. Da siehst du viel krasser aus. Ja, finde ich echt. Ja, steht ich könnte sie niemals abschneiden lassen, das finde ich. Aber es steht dir, ja klar, ich meine, ich verstehe es nicht. Ich hatte sie auch einmal so kurz, aber das sah irgendwie doof aus. Ich weiß nicht, das irgendwie. Aber es würde dir stehen vom Typen. Mir würde es nicht stehen. Ihr könnt ja mal unter das... Dir würde es schon stehen. Ich glaube, dir würde auch ein Kurzhaarschnitt stehen. Nein, so nicht. Das hatte ich mal. Da sieht mein Gesicht so dick aus. Echt? Aber das könnte ich mir bei dir irgendwie gut vorstellen. Also bei mir ist, wenn die mir tatsächlich meine Haare auch komplett abrasiert hätten, dann hätte ich tatsächlich mir danach entweder so eine Echthaarperücke gekauft. Ja. Oder wenn sie die irgendwie zu kurz oder zu ungleichmäßig oder irgendeine Farbe, die ich nicht möchte, reingetan hätte. Meine beste Freundin, die kennt sich so in Sachen Friseur richtig gut aus und die hätte mir da geholfen, dass
wir das wieder so hinbekommen, dass ich glücklich bin. Also sie hat gesagt, wehe, du holst dann in der Staffel, wenn du so weit kommst. Ich hätte sicher geholt. Wir richten das einfach und dann passt es schon wieder. Ich hätte so sicher geholt. Nee, echt nicht. Gar deswegen. Nicht. Ich glaube, ich hätte nicht mal bei einer Glatze geholt. Ich bin echt offen für alles. Bei mir war's du kannst so. Dir danach eine Perücke machen nee, lassen. Nicht. Dann kannst du schön deine Haare nochmal von Anfang so neu wachsen lassen. Ja. Würdet ihr euch nochmal bewerben? Also ich muss sagen, ich würde mich nicht nochmal bewerben. Erstens, weil ich auch glaube, dass man gar nicht mal mehr so große Chancen hätte, wenn man sich ein zweites Mal bewirbt, weil man wurde ja schon gesehen im Fernsehen quasi. Es wäre uninteressant. Gibt's ja nichts Neues zu erzählen. Und ja, also es lief vieles nicht so ab, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen würde ich mich nicht nochmal bewerben. Und ihr? Also bei mir war es so, ich fand die Zeit eigentlich schon echt schön und an sich würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, damit zu machen. Aber bei mir ist, ich würde mich jetzt nicht nochmal bewerben, weil einfach die gleichen Personen nicht mehr da sind. Also ich würde da die Sophie oder die Lucy oder die Kim, ich würde die halt alle vermissen. Und klar, man lernt auch andere kennen, aber es ist halt einfach nicht mehr das Gleiche. Ja, also ich glaube auch, also vom Spaß her auf jeden Fall ist es schon cool. Und wenn man halt weiterkommt, dann die Challenges zu machen, glaube ich, ist mega cool. Aber klar, man hat halt irgendwie, weil jetzt hatte ich so von Anfang an auch die Sophia und dann habe ich direkt die Selina auch kennengelernt und die Kim und alle. Dann hat man halt direkt jemanden, aber es kann halt auch anders laufen, dass man halt eben keinen hat oder so. Also vom Spaß her würde ich mich schon nochmal bewerben, aber so wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenken würde, weiß ich nicht. Aber ich würde schon den Leuten raten, sich nochmal, also sich zu bewerben, es auf jeden Fall zu versuchen. Ja, versucht auf jeden Fall euer Glück. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut auf jeden Fall gerne bei der Selina und bei der Lucy auf Instagram vorbei. Werde ich euch unten in der Infobox verlinken und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Overdose, slow poke, don't choke. This is a psychosis. Kitty cat poked it, kicking out.